Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Wochenstart. Hab jetzt alles vorbereitet und fahre jetzt los. Heute fange ich um 6.30 Uhr an. Hab für die Mädels hier was fertig gemacht. Das ist für Nilaine. Das ist für Elisanne hier mit ihrem Getränk. Dann habe ich mir einen Tee gemacht. Das ist Salatdressing. Ich nehme mir eine Scheibe Brot. Und da habe ich noch einen Salat. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Trauben mitgenommen. Das wird dann meine Pause sein, dass ich esse. Ich habe da nämlich keine Lust, immer ständig irgendwie ein Brötchen oder Käsebrötchen oder sonstiges zu kaufen. Das geht ja schon aufs Geld dann, ne? Merkt man nicht, aber so Kleckerbeträge halt. So, und jetzt muss ich los. Es ist schon 6:10, um 6:30 fange ich an. Ich mache schon alles um. Elisanne hustet ein bisschen. Aber jetzt nicht so dramatisch. Die bleibt auch heute nicht lange, weil ich vergessen habe, für die Woche Essen zu bestellen. Die Oma holt sie dann um 11.30 Uhr ab. Und dann hole ich sie ab. So wird's laufen. So. Ich werde noch meinem Mann sagen, der sollte Nilaine sagen, dass ich in der Mittagspause zu ihr komme. Die vergisst das immer. So, aber jetzt los geht's. Feierabend! Feierabend! Es ist 13.11 Uhr. In 4 Minuten hat Nilaine Mittagspause. Und ich fahre jetzt zu ihr, hole sie ab. Vielleicht will sie was zu essen haben, weil sie kommt erst um 6 Uhr nach Hause, dann ist das lang. Dann fahre ich zu meinen Schwiegereltern und hole Elisanne ab. Aber erstmal verbringe ich die Mittagspause ein bisschen mit Nilaine. In Ruhe. Ich hoffe, sie kommt auch da, wo wir uns verabredet haben, weil manchmal vergisst sie das einfach, ne? Und ich kann dann da warten. So, wir schauen mal. So, jetzt warte ich hier. Ich hoffe, sie kommt. Ich glaube, die hat mich auch angerufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt stehe ich hier wie doof. Du kannst doch nicht ohne Jacke kommen, Nilaine. Klasse heißt nur auf 5. Ja, aber du bist jetzt nicht in der Klasse. Tritt nicht auf meine Tasche. Okay. Ich möchte dich nicht in der Pause ohne Jacke sehen. Ja. Es ist super kalt. Es schneit. Das ist nicht Eis. Nilaine. Ja, okay, Mama. Und wie ist es? Gut. Ja? Ja. Alles klar. Was willst du haben? Pommes. Pommes oder was willst du? Oder Lachmittel. Nee, ich nehme Pommes. Ich kann nicht mehr. Was ist denn? Nichts. Ja, sag doch. Es ist nichts, ich kann einfach nicht mehr. Warum? Deutsch gerade. Was war denn in Deutsch? Anstrengend halt. Ach so. Du hast heute Nachhilfe? Ja. Auf dem Nachhauseweg ziehst du die Weste an? Ich weiß. Versprochen? Ja, voilà. So ist immer. Ja, so ist. Hast du deine Brote gegessen? Ja. Sicher? Ja. Ich hatte, komm, dann setzen wir uns da hin und dann nein, kannst du da essen. Da ist. Nein, du isst da mit mir? Nein. Da, ich bin doch hier. Nein, darum. Warte. Nilaine hat Hunger. Nilaine hat jetzt eine Pommes bekommen. Und eine kleine, eine Lachmarjun. Und die isst sie jetzt. So, gut gestärkt geht sie. Ich hole ihr noch was zu trinken. Ich habe gleich Sport. Und dann hat sie ja Sport. Und dann kann sie wieder zur Schule. Ich habe gar keinen Bock mehr auf mein Leben. Und dann fahre ich schnell Elisanne holen. Ja, mal gucken, wie es Elisanne geht, ne? Mhm. Wie gelaunt die ist. Ja. So, Madame. Tschüss. Tschüss, Madame. Kriegst du die Tür auf? Nichts kaputt machen. Warum ist das Fenster offen? Nilaine. Du weißt, Warnweste anziehen, ne? Nilaine! Nilaine! Hat sie die Tür nicht zugemacht? Mach die Tür vernünftig zu! Meine Güte, hast du Kinder, hast du echt genug zu tun. Wirklich, ey. Jetzt aber Elisanne abholen. Na, Madame?
Mama, was kommt hier Wie war raus? Denn heute? Was kommt hier raus? Da kommt, das ist der Schäumer, glaube ich. Und da? Da kommt Kaffee. Wie war dein Kindergarten heute? Gut? Nicht gut? Ein bisschen ja. Habt ihr nicht im Schnee gespielt? Ich nicht. Es war so kalt. Ah, okay. So, wir sind angekommen. Wir sind jetzt zu Hause. Elisan, Elisan, Elisan ist zu Hause und jetzt müssen wir nach Hause laufen. Halt. Ich nehme hinten die Taschen raus. Weißt du, was ich dir geholt habe? Das machst du aber bitte nicht mit deinem Kaugummi so, das sieht nicht schön aus. Ich habe die Strumpfhosen gekauft. Richtig schöne Strumpfhose. Die möchte ich gleich mal sehen. Die zeige ich dir gleich. Ich nehme jetzt die Taschen hinten raus, du steigst aus. Ich mache die Tür auf. Hast du denn Hunger? Nope. Nope. Ich habe heute ein bisschen gegessen, aber ich habe keinen Hunger. Alles klar. So, ziehst du deine Patiks an? Mhm. Ganz toll machst du das. Endlich zu Hause. Nee, das gehört dir ja nicht. Aber ich möchte die anziehen. Aber die sind hier zu groß, damit kannst du hinfallen. Ah ja. So, dann packen wir mal hier alles aus. Ich hatte mir heute hier einen Salat gemacht, das habe ich alles gegessen. War auch sehr, muss ich sagen, unerwartet sehr lecker. Oder mir hat es geschmeckt, weil ich so einen extremen Hunger hatte. Dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten geholt. Bei uns im Aldi, Nilen wollte nämlich ja noch was zu trinken. Da bin ich dann nochmal zum Aldi bei uns. Da habe ich erstmal so ein 6er-Pack Apfelschorle. Dann habe ich noch Zahnbürsten geholt. Ich hole immer die harten. Also ich nehme immer harte Zahnbürsten. Für uns alle, ne? Außer Elisan. Dann nochmal 2 Energy Drinks. Für meinen Mann, der trinkt nur diese. Ich mag sowas ja gar nicht, ne? Dann habe ich im Aldi ist diese Woche die Lenore-Perlen im Angebot. Statt 6 Euro 4,99, also 1 Euro gespart. Die sind wirklich, das riecht auch so toll, die Wäsche. Dann habe ich Brot geholt. Und für Elisan diese Woche ist Strumpfhosen und Schlafanzüge und Hausschuhe und so weiter im Angebot bei uns im Aldi. Habe ich mal so ein Dreier-Set Strumpfhosen gekauft. Hier, guck mal. Sterne. Ja, ich habe gedacht, die magst du bestimmt. Ach, guck mal. Elisan. Guck mal, da sind Sterne und so drauf. Mama, darf ich eine von denen anlassen? Oh, die sind ja toll. Darf ich eine von denen Welche anlassen? Willst du denn anziehen? Die mit den Sternen, dann nimm die. Warte mal, zeige ich mal. Da habe ich eine geholt. Die haben so Sterne. Dann ist hier auch so ein Vollmond. Ich weiß nicht, was das ist hier. Vollmond. Ja, so ein Mond mit Sternen und einfach so ein Uni ohne Motive. Welche willst du anziehen? Die ist mit den Sternen. Ja, dann nimm das und versuch das mal anzuziehen. Ja, aber das muss aber wieder später ausgezogen, weil das in die Wäsche kommt, ne? Ja. Habe ich ja Elisan bei meiner Schwiegermutter abgeholt und die hat mir dann frische Eier mitgegeben vom Bauern. Dann hat sie mir Domestos mitgebracht fürs Bad. Und dann habe ich noch hier sowas, Pads für unter die Augen. Ne? Und ich war noch kurz bei der Apotheke, hatte nämlich hier Sanostol, Multisanostol bestellt. Das ist aber für Elisan, das ist für Kinder, die nicht so gut essen. Hier steht für alle, die nur wenig oder nicht ausgewogen essen mögen. Es soll auch leicht den Appetit anregen.
Das ist nicht schlecht. Und da sind ganz viele Vitamine drin. Und im Winter finde ich das gar nicht mal verkehrt, wenn man den Kindern hier sowas gibt. Also habe ich das mal geholt, dass wir mal damit anfangen, dass sie da auch ein bisschen ihr Appetit angeregt wird. Dass sie ein bisschen mehr Appetit bekommt. Ne? Zum Essen zur Zeit haben wir da echt Schwierigkeiten. Komm mal her. Ah, dann fangen wir direkt schon mal damit an. Warte. Wie viel gebe ich dir denn? Elisa, warte mal. Da gucken wir mal, was du kriegst. Was steht da? Kinder von 1 bis unter 7 nehmen täglich 8 Milliliter. Kinder ab 7, Erwachsene 10 Milliliter. Also das können auch Kinder, also Ältere. Es gibt aber auch für Erwachsene und Schulkindesalter. Also, dann kriegst du, Elisa, davon. Das schmeckt auch richtig gut, Elisa. Guck mal, probier mal. Das ist dann was? 9, 5, 8. Aha. Kaugummi raus? Ja, natürlich. So, Mund auf und probier mal. Lecker? Doch, geht. Komm, leck mal ab. Oh, leck mal. Nee. Der muss aber. Weißt du, da sind ganz viele Vitamine. Ja, komm, ist nicht schlimm. Auslecken, weil der schmeckt. Ja, komm, schmeckt nach Orange. Ist nicht schlimm. Ne? Bäh. Mama, ich muss sofort was trinken. Ja, ich gebe dir gleich was zu trinken. Hier. Mach mal Mund auf. Komm, Wasser hinterher. Uiuiuiui. Nachher kannst du was trinken. Ne? Einmal am Tag ein Löffel reicht. Oh nein. Ne? Oh nein. So. Da ich ja alle eure Kommentare lese, möchte einfach Danke sagen für eure Unterstützung. Und ganz besonders möchte ich mit Elisanne, stell dich mal hin, wir grüßen zusammen den Eden. Und er würde sich riesig darüber freuen, hat seine Mami geschrieben, wenn wir den grüßen. Also, hallo Eden, wir grüßen dich. Ich freue mich einfach, dass es euch Spaß macht, an unserem Alltag teilzunehmen. So. Reicht so viel, ne? Und jetzt räume ich das weg. Nur weiß ich echt nicht wieder, was ich zu essen mache. Für die Mädels mache ich, glaube ich, Pfannkuchen nachher. Weil wenn Elaine dann auch später kommt, da freut die sich, wenn die leckere Pfannkuchen bekommt. Und für meinen Mann irgendwie muss ich gucken. Weiß ich noch nicht. Ah, da ist Elaine schon. Nachhilfe ausgefallen. Die sieht auch fix und fertig aus. Arschkalt. Guck mal, wie schwer mein Rucksack ist. Ja, du kommst ja mit dem Fahrrad. Du trägst es ja nicht am Rücken. Gib mal deine Mütze und so. So. Weißt du, was ich jetzt gleich erstmal mache, wenn ich drin bin? Ich mache euch heute Pfannkuchen. Stark. Ich gehe direkt richtig warm duschen. Ja, machst du mal. Weil es ist arschkalt. Komm, geh. Nimmst du alle Klamotten rein, Schatz, ne? Und dann am besten unten auf die Heizung. Und die Schuhe ausziehen. Und unten auch. Ja, genau, Papa hat recht. Da, das Pferd, die Fliege und der Kett, die Fliege war. Stopp, sie machte Summ. Singen kannst du gut, wenn du den auch schnell behalten. Sie kann sich Texte sehr gut merken. Das ist doch schön. Ne? Ja. Wann gehen wir beide denn mal ins Kino oder sollen die Karten da verjähren? Ja, ja, weiß ich nicht. Hey, Judas, oh, du siehst aber fertig. Mein Trikot? Chelsea. Ja, Schlaftrikot. Das muss in die Wäsche nehmen heute. Schlaftrikot. Doch. Was sagst du? Mama, dann zieh ich heute mein Boston mit. Mama, ich möchte nicht die T-Shirt. Ich möchte so eine. Zeig mal. Schatz, die möchte so eine Küche. Ja, dann mal. Ja. Schön, ne? Eine lange. Ja. Koch du erstmal in dieser Küche. Und wenn das gut läuft, dann können wir ja mal gucken. Ja, weil die ist so hübsch. Ja, die ist so hübsch. Ja, ist ja gut, das. Warum ist es auch ausgefallen? Wer mag nicht so. Hast du mir das nicht letzte Woche gesagt? Nein. Guck mal, wieso ist das da? Ja. Da? Das weiß ich nicht. Das ist der Waffen von hier. Ich war innerhalb von 7 Minuten zu Hause. Ja, sehr gut. Bis gleich, Schatz. Weil ich habe Emma heute gefragt, ob zur Nachhilfe.
meinte so, nee, fällt heute aus. Habe ich mir erst nicht dabei gedacht, habe ich erst so gedacht, okay, verwechselt sie was? Du musst immer dahin. Und dann gehe ich da und dann hat... Mama, wo ist das dran. Bild? Welches Bild? Das ist das von Oma. Soll nicht geknickt werden. Ich hab's aber geknickt, Schatz. Oh. Mama, warte mal das Licht an. Ja, dann machst du aus. Wir machen jetzt ganz kleine, ne? Ja. Dafür nehmen wir das. Warte. Warte bitte. Harry Navinis, Hogwarts. Was macht denn ich da? Ich hab ja Öl hier zum Sprühen. Guck, hab ich gesprüht. Hast du kein Krippbrett oder so? Wofür? Für Krebs extra. So, wir nehmen jetzt eins. Warte, ich glaube, das ist noch sehr flüssig. So klein werden die. Wir nehmen noch ein. Auseinandergenimmt. Auseinandergenimmt. So, wir gucken jetzt. Warte, lass mal. Mama, ich rühre auch immer um. Aber ich glaube, das ist noch sehr flüssig, Elisa. Wir müssen da ein bisschen mehr. Ganz umrühren. Ich rühre um. Nee, nicht umrühren. Das jetzt nicht machen. Ja. Wir gucken mal, wie das jetzt wird. Das brauchen wir erstmal nicht. Ihr braucht immer irgendwas. Wir nehmen ein bisschen Mehl noch, ne? Mhm. Darf ich auch mal? Lass mich das mal machen und dann kannst du, bevor es Klumpen gibt. Klumpen, bäh. Klumpen darf man nicht essen. Das sieht doch gut aus. Hier kannst du umrühren. Ich guck mal, wie es wird. Wie ein Pfannekuchen. Nee, Mama, das muss noch warten. Ich glaube, die andere Pfanne ist besser. Wir nehmen ja die andere Pfanne. Aber ich habe immer die mit dem roten Punkt drin benutzt. Ja, macht ja nichts. Ich nehme aber diesen hier. Cool, ne? Ja. Das ist fett. Gucken wir mal, wie die wird. Also in der Pfanne gefällt das mir nicht. Milena, das wird so gut schmecken. Wer macht den Geschmackstest? Ich. Ja, dann teilt ihr euch eins. Nee, noch nicht. Kannst du mir eins so... Komm, ich teile euch die. Schon, sieht schon lecker aus. Ja. Ne? Ja. Milena, bitteschön, probier Mama, das. Mama, sind das Pancakes? Die Pancakes. So, jetzt habe ich diese Pfanne genommen. Die ist perfekt für Pfannkuchen. Und? Mädels, lecker. Mädels, ihr müsst sofort diese Pancakes essen. Lecker? Pancakes müsst ihr unbedingt essen. Besser als mit Nutella. Nein. Elisa, probier mal, komm. Ich möchte wissen, wie es dir schmeckt. Mit Puderzucker ist lecker. Ja? Das ist toll. Geh du duschen. Brötchen. Und nach dem Duschen das Trikot nicht mehr anziehen. Ja, bitte was Sauberes. Willst du auch einen Pfannkuchen machen? Nee, ich erstmal das hier. Ja, Haltebrötchen. Ich räume mal die Spülmaschine aus. Wo ist denn das Fleisch hier? Da ist Fleisch drin. Schnitzeljagd machen. Ich denke, machst du halt eine Schnitzeljagd. Da ist... Ach Mensch, du hast hier Bibi gemacht, Schatz. Da ist Fleisch drin. Nein, ihr beide habt mein Baby geweckt. Wir beide? Ja, so. Ach so, Entschuldigung. Elisa, hast du heute Morgen geweint? Ja. Warum denn? Du weißt doch, dass ich morgens nicht da bin. Ich möchte zu dir. Ja, aber du weißt doch, dass Mama arbeiten ist. Da brauchst du doch nicht weinen. Aber ich möchte trotzdem. Wir hatten doch alles fertig gemacht. Ja, aber ich wollte immer. Aber Papa ist doch morgens. Baby Mensch, dann legst du noch mal schlafen. Mich ruft jemand an von dem Vereinigten Königreich, ne? Ich denke mal, wer ruft mit? Ist er Großbritannien oder nicht? Ja. Ne? So, und dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht Tyrese, weil er. Ja. Ne, gehe ich ran? Ne, Spam-Anruf. Morgen gehe ich zum Lidl und hole dir diese Arbeitssocken. Und bei Netto hole ich dann Fischstäbchen. Münzstäbchen.
Müsli, ja, schreibe ich mir alles auf. Können wir mal aussortieren, diese ganze... Ja, ich werde aber erstmal morgen losgehen und erstmal Tupperware holen. Dafür musst du die Schubladen leer machen. Ja, werde ich. Sonst passen die dann gar nicht mehr. Herr Müller, ja. Überlassen Sie diese Küche meiner Küche. Ja, du weißt ja noch nicht mal den Entkalker, wo der steht. Ja, also was? Was? Ich mach das schon. Ja, wie du machst das? Ich wusste nicht, dass das ein Kalker ist. Der Tupper-Topf haben alle keine Deckel mehr. Ja, ich weiß. Warum? Wo sind die? Ja, weiß ich nicht. An den Einzelmännchen? Ich nicht. Aha. Ich mach das nicht. Ich mach Deckel zu. Ja, ich auch. Mama, ich was? Ich spiel gerade Ballett, aber in... Mama, ich spiel gerade... Mund auf. Lass mich. Ja, Mund auf. Halt, stopp! Was willst du da? Kaugummi? Warum? Ich hab doch ein Kaugummi, Mann. Rababababa. Was ist ein Lava-Ausspruch? Lava. Das ist flüssiges Feuer. Von einem Vulkan. Genau. Und das. Weißt du, was ein Vulkan ist? Soll ich das mal zeigen? Komm, zeig ich dir mal. Nimmst du mal den Deckel damit? Deckel, kannst du mitnehmen. Wenn du da hinten hingehst. Dann zeige ich dir die Lava. Dann kannst du auf meinen Schoß und dann guck mal, mach mir hier den. Was ist das denn? Jetzt wollten wir hier einen Vulkan gucken, ne? Lava aus. Lava, gucken wir mal. Lava. Lava-Ausbruch. Vulkanausbruch, sagen wir mal, ne? Ja. Na, siehst du, so sieht das aus. Das ist ein Vulkan, das ist ein Berg. Siehst du das? Oder nee, muss auch nicht ein Berg sein, das ist so ein... Ja, wieder Vulkan. Unter der Erde ist Feuer, das kocht. Musst du es mal angucken? Ich hab morgen frei, Schatz. Ah, okay. Alles klar. Elisa, jetzt suchen wir dir was zum Anziehen aus. Die Hose. Und, was machst du? Chill. Chillin. Ja. Was ich mir mitzuholen will. Oh ja, für die Klassen, für deinen Wandertag. Yes. Aha. Was schön. Ich mit Freunden machen kann. Lass mich mal gucken. Shops. New Yorker, Snipes, Postman, DM und JD. JD, okay. Schön. Schön. Überleg mal, was ich noch hinschreiben soll. Ist die nicht kalt? Nein, was soll ich denn noch hinschreiben? Nee, das reicht nicht. Ihr habt nur 2 Stunden oder so. Ja, das schaffe ich aber. Ich renne dann. Nein, brauchst du nicht. Du sollst ja keinen Marathon machen. Du sollst den Tag genießen. Ja. Was brauchst du? Ein pinken Pulli. Ich zeig dir mal was. Hier, das hast du schon lange nicht mehr. Nein, Mama. Warum nicht? Das würde toll aussehen, weißt du? Nein. Hier, das würde dazu toll aussehen. Guck mal. Elisand, das würde da zu deinem Rock super gut aussehen. Nein, Mama. Oder hier, da ist pink dran. Mm-mm. Das willst du anziehen? Ja. Das ist dein Outfit? Yes. Okay, dann ist gebongt. Komm. Gute Nacht, gute Nacht. Nimm dir Pfannkuchen. Nein. Was anderes. Okay. Hilfe, mein Arm ist nicht lang genug. Hilfe, guck. So, wir gehen jetzt schlafen. Mama, du machst Licht aus, ich mach das an. Okay, wir sagen jetzt gute Nacht, schlaft gut. Weil morgen? Weil morgen ist ein ganz toller, besonderer Tag. Hier kommt mein Bruder. Ihr Bruder, der Tyrese, kommt wieder nach Hause. Er hat seinen... Und dann bleibt er für immer hier. Ja, und darüber ist Elisand, natürlich wir alle auch, sehr glücklich. Und aufgeregt sind wir? Mama, wenn wir beide wach sind, wecke ich meinen Bruder. Wenn er schlafen möchte, lasse ich ihn. Ja, aber morgen früh ist er noch nicht da. Ne? Erst morgen Abend kommt er. Ne? Okay? Ja. So. Schnell schlafen, dann kommt er auch. Ja, also, gute Nacht gute und Nacht. Bis zum nächsten gute Mal. Gute Nacht bei den Mamas und Papas. Tschüss. Tschüss.